Auf den Schreck erstmal einen Schluck. Nadja vergangene Nacht in einem Hamburger Hotel. Sie wirkt wieder gefasst, aber innerlich kocht sie. Denn am letzten Tag beim Packen entdeckte sie noch das, was ihr endgültig den Rest gab. Ich habe mich schön geduscht und wollte mir eine Unterhose aus meiner Schublade rausholen. Und auf einmal hatte ich eine in der Hand. Die war beige. Und dachte ich, beige habe ich eigentlich gar nicht. Naja, und dann gucke ich sie mir so an. La Perla stand da drin. Nee, also von La Perla habe ich wirklich keine. Ne? Das ist mir außerdem noch ein bisschen zu teuer. Und naja, auf jeden Fall, dann hat es bei mir auch geschaltet. Und ich war richtig sauer. Denn die Unterhose gehörte offenbar Dieters neuer Freundin Estefania. Nadja kann erst im Mai in ihre neue Wohnung. Aber nach dem Schlüpferschock wollte sie so schnell wie möglich raus. Lieber ins Hotel, das kann sie eher ertragen. Ich bin es auch gewohnt mit Dieter, weil wir waren ja, glaub, 10 Jahre bin ich mit Dieter auf Tour gegangen und da waren wir ja auch ständig in unterschiedlichen Hotels und deswegen ist es auch gar nicht schlimm für mich. Estefanias Slip aber geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. Als Dieter vor Ostern noch einmal im Haus war und der Putzfrau die schmutzige Wäsche daließ, da war er wohl dazwischen, der edle Schlüpfer. Geschmacklos findet Nadja, sie ist noch nicht draußen und die Unterwäsche der Neuen hält schon Einzug. Es reicht mir. Und ich habe auch keine Lust, deswegen bin ich auch so frühzeitig ausgezogen. Ich habe auch keine Lust, jetzt in Zukunft noch weitere Slips oder keine Ahnung, was die sonst so trägt. Also das ist, nee. Also jetzt hat war echt das i-Tüpfelchen. Morgen kommt Dieter von Mallorca zurück. Von Nadja wird er dann nur noch einen unpersönlichen Abschiedszettel vorfinden und den Slip seiner Freundin symbolisch an der Türklinke. Was zu wünschen.